eurer Erlösung naht. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst am dritten Advent, so kurz zu Weihnachten. Und wir haben den Liederkranz bei uns und ich möchte euch besonders willkommen heißen. Wir freuen uns, dass ihr uns die Weihnachtslieder singen wollt und mit uns zusammen diesen Gottesdienst feiert. Welcome, Donnelly, as the director of the choir. Und ein besonderes Willkommen auch zu allen Gästen, die heute hier sind. Und wir bitten Sie, sich doch in unser Gästebuch einzutragen. Am Dienstagabend ist nochmal die Chorprobe, die entscheidende Chorprobe für Weihnachten, nicht wahr? Alle Chormitglieder am Dienstagabend um 7.30 Uhr. Um 7 Uhr. Okay, eine halbe Stunde eher. Um 7 Uhr. Sicherlich gibt's hinterher noch so eine kleine Weihnachtsfeier, ja? Gut, also dann fangen Sie um 7 Uhr an. Und am kommenden Sonntag ist ja der vierte Advent und Heiligabend. Nun, da muss der Pastor viermal predigen, nicht? Zweimal am Morgen und zweimal am Abend. So, da sind also die regulären Gottesdienste am Morgen für den vierten Advent und abends um 5 Uhr ist Christvesper und um 7 Uhr ist der Candlelight Service. Und im Candlelight Service sind dann auch die Kinder mit dem Krippenspiel, all die Engel und Maria und Josef und der Stall und alles hier dann am Heiligabend. So, sagt diese Gottesdienst bitte weiter und lade dazu ein. Am Morgen des nächsten Sonntages, also in den Frühgottesdiensten am vierten Advent, werden wir jede Menge Weihnachtslieder singen, ähnlich wie wir das voriges Jahr gemacht haben. Schriftlesung, Weihnachtslied, Schriftlesung, Weihnachtslied. Wir gehen die ganzen Propheten durch und alle Weihnachtslieder, die uns einfallen. So, das wird am Morgen sein. Und abends dann die richtige Christvesper. Am Silvestertag ist wieder ein Sonntag und darum nur morgens Gottesdienste. Aber am Neujahrstag ist auch Kirche und zwar um 11 Uhr, damit die, die zu lange gefeiert haben, noch eine Stunde länger schlafen können. Und damit die Frauen nicht kochen müssen, ist am Neujahrstag hier auch Lunch. So, dann richtet euch schon darauf ein. Am Neujahrstag um 11 Uhr ist Gottesdienst. Wir werden neue Mitglieder aufnehmen an diesem Tag. Und hinterher werden wir eine Reception haben. Na, ich hoffe doch Champagne oder sowas, nicht? Und jedenfalls Lunch, ja? So, das wird am Neujahrstag sein. Am Freitag war eine Hochzeit hier. Und zwar Jeffrey Jones und Martina Grünling haben den Bund fürs Leben geschlossen. Und ein wunderbares Paar. Und in der Weihnachtszeit das zu tun, ist besonders schön. Und dann weißt du wenigstens eine weiße Weihnacht, nicht? Eine weiße Hochzeit, meine ich. Und hier, die schönen Poinsettas sind alle von der Hochzeit geblieben. Dafür möchten wir danken. Und gestern hatten wir eine Beerdigung hier. Die größte, die wir hier wohl je gehabt haben. Es waren so vielleicht 350 Leute hier. Die Trauerfeier für Donald Bablitz, der im Alter von 22 Jahren ermordet worden ist. Die Beisetzung fand in Meadowview im County of Barhead statt. Wir möchten allen Angehörigen und Freunden noch einmal unsere Anteilnahme aussprechen und möchten uns doch dessen getrösten, dass in der Dunkelheit dieser Welt Gottes Licht scheint. Und das war auch bei dieser Beerdigung deutlich geworden. So, das sind all die Bekanntgaben. Bitte haltet das junge Paar, das geheiratet hat, und auch die Familie des Verstorbenen in eurer Fürbitte vor Gott. Wir wollen nun beginnen mit dem ersten Lied, das auch das erste im Gesangbuch ist, Nummer 1. Nun kommt der Heiden Heiland. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Unsere Hilfe erwarten wir von dem Herrn. Da wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihn in Gebet und Loblied anzurufen, so lasst uns zuvor gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und schenke, dass wir mit getrostem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott der Herr. Amen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem mit euch.
Lasst uns beten. Mache dich auf, Herr Christus, und komm, auf dass wir von den Gefahren, die uns von unseren Sünden drohen, durch deinen Schutz errettet und durch deine Hilfe erlöst werden, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die erste Lesung für diesen dritten Adventssonntag steht in Jesaja im 35. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht von Karmel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen, seid getrost. Fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf herumirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Für die Epistel ist aus dem Jakobusbrief, aus dem 5. Kapitel. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja. Thank you.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag finden wir aufgeschrieben im Evangelium des Matthäus im 11. Kapitel vom 2. Verse an. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gehet hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und sehet. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, der nicht Ärgernis nimmt an mir. Da die hingingen, fing Jesus an zu reden zu dem Volk von Johannes. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Paläste. Oder was seid ihr hinausgegangen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die vom Weibe geboren sind, ist keiner aufgestanden, der größer sei als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist noch größer als er. Das Evangelium des Herrn. Lob sei der, o Christus. Wir wollen Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte euch, Platz zu nehmen, und wir singen nun das Lied Nummer 144, Herr, öffne mir die Herzenstür. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte noch einmal Worte aus dem 35. Kapitel des Propheten Jesaja lesen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Ja, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen werden entfliehen.
Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für solche goldenen Worte, die deine Propheten gesprochen haben. O Herr, lass doch davon etwas in unserer Zeit sichtbar werden und unserem Herzen brennen. Mach auch unsere müden Hände stark und unsere wankenden Knie. Stärke, o Herr, und tue unsere Augen auf, die da blind sind für den Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Hand habe ich einen Haufen Geld. Glaubt ihr das? Doch. Ich habe einen ganzen Haufen Geld in dieser Hand. Könnt ihr sehen, nicht? Ja. 20, ja. Ganzer Haufen Geld. In dieser Hand habe ich Freundschaft und Frieden und Vergebung und Liebe. Könnt ihr sehen? Nicht zu sehen. Brüder und Schwestern, diese Hand ist sehr busy, sehr geschäftig in der Weihnachtszeit. Damit gehen wir umher und kaufen und machen uns Gedanken, wie wir es alles teilen. Eins fürs Enkelkind, eins fürs andere Enkelkind und eins für den Sohn. Und die ganze Welt rennt damit herum, mit der linken Hand. Und die Schönheit von Weihnachten ist daran gemessen, wie viel diese Hand geben kann. Und wenn wir schon die rechte Hand benutzen in der Weihnachtszeit, dann ist es, dass wir damit einsammeln wollen. Und wollen ja schließlich auch selber was unter dem Weihnachtsbaum finden. Oder auch wenigstens einen Gruß in der Post. Oder wenigstens doch einen Anruf von fernen Verwandten. Wir wollen haben und wir wollen in der Lage sein, zu geben und zu kaufen. Weihnachten ist das große Geschäft geworden. Und fragst du irgendein Kind, dann ist es dies. Wie viel kann denn Weihnachten geben? Wie viel kann ich haben? Wie viel Geld habe ich in der Hand? Ich bin erst gestern Abend ins Haus einer mir unbekannten Frau gerufen worden und man schleppt sich da abends noch hin und sucht die Adresse, war recht müde nach großen Beerdigung. Und dann alles, was die Frau wollte, war meine linke Hand, ob ich Geld habe. Denn sie möchte Weihnachten feiern und zu Weihnachten braucht man Geld. Brüder und Schwestern, haben wir denn die rechte Hand vergessen? Das, was das eigentliche Geschenk der Weihnacht ist, Frieden und Vergebung zuallererst, Freude, tiefe Freude von innen heraus, dieses Frohlocken, wie wir es in den Liedern hören, haben wir vergessen, dass diese rechte Hand zum Segen geschaffen ist, dass sie sich auf ein müdes Haupt legt und es stärkt und dass wir einem Menschen den rechten Arm darbieten, dass wir ihm helfen, auf die Beine zu kommen und zu gehen. Im Propheten Jesaja heißt es, ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne wird sie ergreifen und Schmerz und Leiden werden entfliehen. Ha! Prophetie! Wasserströme werden in der Wüste hervorbrechen, die Berge werden nicht mehr so raff sein, die Täler werden erhöht werden, da wird ein Highway sein, da werden sie alle drauf Platz haben und die Löwen sind nicht mehr, die Menschen bedrohen, keine Dummen laufen da, sondern nur die Erlösten des Herrn werden wiederkommen. Töchter und Söhne Israels herbeigetragen auf den Armen wie von Engeln,
Nach Zion werden sie kommen mit Jauchzen. Wir lesen das hier und da. In der Heiligen Schrift und noch Paulus im Neuen Testament ruft uns zu, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, eure Erlösung ist jetzt dichter, als da ihr Christen wurdet. Der Tag des Herrn ist nahe. Der Tag, wo sich seine Hand auftun wird, und die wird kein Geld haben, sondern die wird Segen haben und Erlösung, wird euch überraschen mit Freude. Prophetie. Das ist eine typische Heilsprophetie. Daneben gibt es aber auch eine Unheilsprophetie. Und ich denke, wir Menschen hören immer mehr auf das, was Unheilsprophetie ist. Dann sagen sie mir, wenn ich zu Besuch komme, Herr Pastor, das Ende ist nah. Da meinen sie nicht etwa, dass sie selber bald sterben werden, weil sie schon über 80 sind, sondern es ist Doom and Gloom in der Welt. Und ihr wisst, dass Propheten aufstehen und solches Unheil verkündigen und sagen, die Zeichen sind schon alle da. Das Ende ist nah und es wird ein Ende mit Schrecken sein. Die Gottlosen werden vergehen. Und weh euch, wenn ihr nicht Buße tut und jetzt euer Opfer losschickt. Unheilsprophetie. Solche Unheilsprophetie hat der Herr Jesus auch gegeben. Er hat einmal gesagt, es wird die Zeit kommen, da werdet ihr sagen zu jenen Bergen, fallt über uns her, und zu jenen Hügeln, bedecket uns wie ein Grab. Und ich denke, wir haben solche Zeiten gesehen und sehen sie heute. Ich kann mir wohl vorstellen, dass Mütter irgendwo in Bosnien so zu den schönen Bergen ihres Landes sagen, fallt über uns her und ihr Hügel bedeckt uns, denn wir können das Elend nicht mehr mit anschauen. Unser Leben ist nichts mehr wert. Es hat Jesus einmal Unheilsprophetie gesagt und hat gesagt, selig sind die Brüste, die nicht gesäugt haben und die Leiber, die nicht geboren haben. Man kann das heute manchmal im Echo von den Menschen hören, dass ein junges Paar sagt, aber bitte keine Kinder. Kinder wollen wir nicht. Denn was haben die denn schon zu erwarten? Was für eine Zukunft? Es liegt ja alles ganz im Dunkeln und die Welt ist wie ein Schlachtfeld geworden. Unheilsprophetie. Meine lieben Freunde, einige Leute möchten lieber nicht mehr sehen. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen kürzlich und ich habe festgestellt, dass sie schlecht sieht und eigentlich gar nicht mehr sieht und der Fernseher ging gar nicht mehr an. Meine Mutter sitzt immer nur im Stuhl oder liegt im Bett und da ist der schöne Farbfernseher, prima Ding vom Telefunken, nicht wahr? Und bestes Bild und sie hat sich immer gefreut an den schönen Shows vom Schwarzwald und was weiß ich und Nachrichten aus Frankfurt und so. Und jetzt ist das Ding gar nicht mehr an. Ich sage, Mutter, du guckst ja gar nicht mehr. Ach, sagt sie, ich kann ja nicht, ich sehe das nicht. Und weißt du, ich bin auch froh, dass ich es nicht sehe. Es ist ja alles Mist. Unheilsprophetie. Es ist alles Mist. Man möchte schon gar nicht mehr sehen, was da einem ins Wohnzimmer reinflimmert. Und da macht man dann lieber die Augen zu. Und jetzt in der Weihnachtszeit machen wir erst recht die Augen zu und decken alles ab mit schönem Glitzer. Alle Kaufhäuser, überall wird die Raffgier der Kaufleute und der Kunden überdeckt und Jingle Bells und Silent Night überall, dass nur ja die linke Hand recht funktioniert und das Geld von einer Tasche in die andere wandert. Man schaut schon gar nicht mehr hin. Und dann sage ich, Mutter, du kannst ja auch ein bisschen noch laufen, nicht? Streng dich doch mal an, nimm doch einen Walker. Sowas gibt's doch heutzutage. Ach, sagt sie, ich will gar nicht mehr laufen.
Nachher falle ich noch die Treppe runter. Meine Mutter hat immer gesagt, ein Schenkelhals gebrochen, ist schon halb gestorben. Ich bleib lieber hier im Sessel sitzen. Ist unsere Welt denn so lahm geworden? Brüder und Schwestern, wenn Jesus sagt, die Blinden sehen und die Lahmen gehen, und wenn der Prophet Jesaja das sagt, den Blinden sollen die Augen aufgetan werden und stärke die müden Hände und macht stark und fest die schwachen Knie, dann redet er zuallererst nicht von einem medizinischen Heilungsprozess oder Wunder. Ich denke, was Jesus heute uns sagen will, ist, dass wir zuallererst mal unsere Augen aufmachen und sehen, denn noch haben wir Sehkraft. Und dass wir unsere Ohren aufmachen und zuhören, wenn einer uns sein Leid klagt. Und dass wir uns in Bewegung setzen und hingehen, wo die Not ist, und anklopfen und etwas von der Heilsprophetie hinbringen, dass auch dort in den Hütten der Armen und in der Herzen der Trauernden Freude über ihren Häuptern sein wird. Dass wir tätig werden mit jener rechten Hand, die da gefüllt ist mit den wahren Gaben der Weihnacht. Eben jenem Frieden und jener Vergebung und jener tiefen Freude und jenem tiefen Getröstetsein. Dass wir doch unser inneres Auge aufmachen und die Schönheit dieser Welt sehen und die unwahrscheinliche Geborgenheit, die in der Erlösung liegt. Ach, was wir mit unseren schwächer werdenden Augen sehen, nicht? Man braucht schon eine Brille. Das ist immer, nicht? Je mehr eine Brille brauchst, umso mehr siehst du die Runzeln an deinem Hals und sowas, nicht? Und umso mehr deine Ohren nicht mehr recht funktionieren, dann hörst du andere Geräusche, die dich ärgern. Und nein, wir sehen nicht viel Gutes hier. Man muss mit den Augen des Glaubens sehen. Und man muss hören, wie Jünger hören. Man muss auf das Wort hören und man muss es zu sich nehmen wie ein Lebenselixier, wie etwas, was einem Kraft gibt und einem wieder auf die Beine bringt. Liebe Freunde, wenn wir alt werden in der Welt und wenn unsere Gesellschaft so unruhig wird, wie sie jetzt ist, das ist ja gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Es ist doch ein Zeichen, dass der Herr nahe ist. Denn er ist doch gerade nahe denen, die ihn brauchen. Ja, ich bin ja oft in Krankenhäusern. Und bei Sohn, die im Schatten des Todes sitzen. Man sieht viel Elend. Und man hört viel Klage. Aber ist es denn nicht so, dass dies wahr ist, Freude und Wonne soll sie ergreifen? Und dass die Erlösten des Herrn heimgebracht werden, auf den Händen getragen? Ist es nicht so, ist es nicht wahr, was diese Hand hält, dass der Herr wird abwischen alle Tränen und kein Leid und kein Geschrei wird mehr sein und kein Messer mehr stechen? Dann werden wir sein wie die Träumenden, unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens. Dann werden wir sagen, der Herr hat Israel erlöst, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Ob diese Hand uns fröhlich macht, bleibt sehr zu bezweifeln. Aber wenn diese Hand sich segnend auftut, einem Menschen über das müde Haupt streicht und Licht in ein einsames Leben bringt, dann wird es auf uns wieder zurückscheinen und dann wird diese Freude, diese ewige Freude über unserem Haupte sein. Brüder und Schwestern, benutzt schon beide Hände und gebt, empfangt so viel ihr wollt, aber vergesst es nicht, die rechte, die Glaubenshand aufzutun, den Frieden herauszulassen und den Segen auf Menschen zu legen und Freude zu bringen. Und Freude zu empfangen. Wunderbar, dass der Herr uns so besucht. Die Blinden werden sehend und die Lahmen werden gehen
und der ganzen armen Welt wird das Evangelium verkündigt werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Bitte euch Platz zu nehmen, wir singen nun das Lied Nummer 9 mit Ernst um Menschenkinder und wir nehmen das Opfer ein. Da macht eure linke Hand mal weit. Bitte euch Platz zu nehmen, jetzt wird erst der Liederkranz singen. Maria Brückenburg.